Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge hier aus Tallinn, aus dem wunderbaren Hilton. Das Wetter leider etwas traurig hinter mir, aber so ist das nun mal. Ist auch am Frieren hier, also ist kalt. Das T-Shirt ist in Gedenken an Emirates. Wir haben heute auch ein Emirates-Thema zum Start. Dann geht es weiter mit der Lufthansa und der ITA. Wir haben eine Umfrage von Cathay Pacific. Das ist so ein bisschen unangenehm. Die wollen irgendwie sparen, aber am Besteck. In der Business Class, seid ihr bekloppt, aber gehen wir auch drauf ein. Dann haben wir als weitere Themen, es gab die 717-Vorfall bei Qantas Link. Das hat jetzt zur Folge, Unfall war glaube ich letztes Jahr, Vorfall, war kein Unfall, war ein Vorfall. Da auf jeden Fall hat das Folgen auch für die 220er Flotte. Und wir haben aus demselben Raum Australien, Neuseeland, eigentlich, weiß ich gar nicht, was über Bali, von Bali über Australien, wahrscheinlich noch Neuseeland. Auf jeden Fall, da hat sich ein Deutscher ein Bein gebrochen bei Turbulenzen. Und haben wir noch ein Thema, ne? Natürlich Lufthansa, ITA gibt neue Scheiße aus Parolen und Neues aus Brüssel. Ich habe eher das Gefühl, da ist in der EU eine böse Schwiegermutter unterwegs. No offense hier an dieser Stelle. United hat auch Stress weiter mit der FAA, weil da waren wohl welche im Cockpit während des Fluges und haben dann natürlich auch fröhlich Bilder gemacht, was natürlich komplett Banane ist. Ein Thema vergessen, Airlines, Emirates Airlines, aber das fange ich jetzt direkt als erstes Thema an. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, aber natürlich unten auch immer schön kommentiert. Ihr macht das sehr gut, ich freue mich, also die Kommentare nehmen zu. Danke dafür und wir können die 50.000 riechen. Dadurch, dass die Frage ja auch in der WhatsApp-Gruppe schon wegen Frankfurt war, wenn wir die 50.000 haben, werde ich einen Stammtisch machen in Frankfurt, in Berlin und in Hamburg und vielleicht gibt es eine Überraschung. Also, denkt dran. Ja, das in Dubai mit dem Unwetter, das war ja ein Riesendrama. Gestern hatte ich auch irgendwie vergessen zu erzählen, dass das Essen knapp geworden ist im Terminal von den Leuten, die da gestrandet sind. Und weil man halt Leute aus Dubai quasi gar nicht hat mitfliegen lassen. Lag auch daran, weil man halt kein Personal hatte. Weiter ist es jetzt aber der Fall, dass es jetzt umgekehrt ist. Das heißt also, Leute, die jetzt im Transit also Transit über Dubai machen wollen, gar nicht von der Outstation mitgenommen werden. Und da ist es so, dass da also der Check-in zumindest heute gesperrt ist für die Leute, dass man da wahrscheinlich die Leute abbauen kann, die halt im Terminal da fest sind. Ist natürlich eine schwierige Geschichte für die Operation, um da wieder zurück auf die Beine zu kommen. Ich weiß auch gar nicht, wie das Vorfeld aussieht, ob es irgendwelche frischen Bilder gibt. Da muss ja auch wahrscheinlich so ein bisschen Dreck rumgefloatet sein, abgesehen davon von dem Öl und so weiter. Also das ist wahrscheinlich nicht schön. Und da muss man sagen, übrigens ist bis 3.59 Uhr morgens Dubai-Zeit. Nur so als Stichwort. Und man muss natürlich auch interessanterweise sagen, dass das für Passagiere, die natürlich durch Dubai wollen, um da weiterzufliegen, ein Thema ist, ein Problem ist. Aber auf der anderen Seite, Emirates hat halt auch ein Problem, um wieder mit der Operation klarzukommen, weil natürlich Personal verschollen ist, in Anführungsstrichen, weil die irgendwo dann irgendwie umgebucht worden sind auf andere Flüge, die dann da gerade waren. Und dass man da halt wieder alles in den Griff bekommt. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für die Flugzeuge als solches, dass sie auch wieder kommen. Einige müssen vielleicht gecheckt werden. Dann haben wir ein Thema, was ich persönlich geschmacklich interessant finde. Und zwar, Cathay Pacific evaluiert, ob wir nicht unser Besteck vielleicht nicht selber mitbringen wollen. Ja, und ich zeige euch jetzt warum. Und zwar ist das diese Umfrage hier. Da machen wir es ein bisschen größer. Und da steht drauf: Bist du bereit, wenn du in der Business-Klasse reist, da wirklich auch selber was beizutragen oder mitzubringen? Und dann siehst du hier auch, bring dein eigenes Besteck mit. Also da muss man doch ehrlicherweise sagen, bei dieser Umfrage sind die nicht ganz dicht. Ich meine, ich kann das verstehen, dass man in der Economy-Class das fragt oder dass man das hier in irgendeiner Art und Weise diskutieren möchte. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das ist eine Qualität, die kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man das nachguckt und auch so sieht, gerade bei Cathay Pacific, die halt auch eine Premium-Fluggesellschaft sind,
da dann anfangen, über Besteck nachzufragen, da muss ich dann halt ehrlicherweise sagen, seid bescheuert. Und da muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen, dass wenn solche Umfragen kommen, das hat ja meistens immer so den Mantel, dass wir wollen Umweltschutz, wir wollen reduzieren, wir wollen grün sein und so weiter und so fort. Kessel ist natürlich vom Logo her schon grün, aber das Problem ist, egal wo, bei Hotels, bei Fluggesellschaften, es geht nicht um grün, es geht um Geld sparen. Es geht da wirklich darum, dass man halt da Geld spart und nicht mehr um irgendwelche Öko-Gedanken. Aber ihr könnt hier gerne auch eine der Fragen des Tages beantworten, die ich zu diesem Teilaspekt habe. Und zwar wollt ihr euer eigenes Besteck mitbringen. Ich muss ehrlicherweise sagen, Baller, Baller. Also gerade in der Business Class. Wäre ja fast so weit, als man mal fragen würde, willst du in der First Class deinen eigenen Kaviar mitbringen? Macht keinen Sinn, wenn ich Premium will. Ich könnte jetzt gemein sein und sagen, das hätte ich jetzt eher der Lufthansa zugetraut, so eine Frage zu stellen. Aber ja, machen wir nicht. Machen wir nicht, sonst kriege ich wieder Stress mit euch, wenn ihr unter dieser Rufnummer mir WhatsApp-Nachricht schickt. Da ist ja nicht, doch ist wieder an der Lampe, aber anderes an der Lampe hier. Wenn ihr mir Nachricht schickt, wegen meinem angeblichen Lufthansa-Bashing. Also, ich mag Lufthansa eigentlich. Deshalb, also seid da ein bisschen nachsichtig mit mir. Wir haben als nächstes Thema haben wir einen Vorfall, der sich in Australien vorgetragen hat mit einer 717, das ist eigentlich eine ehemalige McDonnell Douglas. Und zwar da war es so, dass die 717-200 von der Qantas-Link in 2023, das Datum war der 6. Juni in Hobart, auf dem Flug 1541. Da war man 18 Kilometer vor der Landung im tasmanischen Zielflughafen, als das Flugzeug aus den Belüftungsdüsen Chlorgas rausgejagt hat. Also da fragt man sich natürlich, wo kommt das denn her? Ist ja nicht eine Schwimmhalle. Und da gab es dann halt den Vorfall, dass der Kapitän, der bei der Landung der Pilot in Control war, der halt gesagt hat, hey, ich möchte da ganz klipp und klar jetzt die Controls an meinen First Officer geben. Der First Officer ist dann derjenige gewesen, der die Landung durchgeführt hat, weil der Captain quasi nicht in der Lage war. Aber es gab auf dem Flug dann während der Landung halt auch etwas, wo er korrigieren musste. Und das hat er dann natürlich verzögert gemacht. Also daran sieht man, dass da das Chlorgas doch da die Leistung beeinträchtigt hat. Und was auch ganz wichtig war, beide haben nach dem Flug gesagt, sie hätten Kopfschmerzen gehabt. Und die ATSB in Australien hat natürlich den Vorfall untersucht und hat jetzt ein Zitat, was ich euch bringe, folgendes gesagt: Dieser Vorfall ist eine Mahnung an die Piloten, sich potenzieller Gefahren durch Gerüche und Dämpfe bewusst zu sein und nicht zu zögern, zusätzlichen Sauerstoff zu verwenden. Heißt also, dass man jetzt gerade die Handbücher der 717 und der 200er, also der 220er von Airbus, Flotte auch erweitert hat, um das Kapitel in dem Moment, wo diese Gerüche kommen, dass man die Maske anzieht. Also du kannst einfach nur, du greifst nämlich, Captain hat links, FO auf der rechten Seite, Maske, zack, und nimmst dir die Gummisau ins Gesicht. Und da ist es halt dann jetzt so, dass man das auch tun soll, dass halt der Sauerstoff da auch dieser Hypoxie vorbeugt. Und dann geht es weiter, dass Rauch, Dunst, Hypoxie und Unfähigkeitsverfahren für neu eingeführte A220er halt auch da amended worden sind. Wobei ich nicht weiß, ob in der 220er irgendwo Chlorgas rauskommen könnte, weil die keine Schwimmhalle haben. Aber nun gut, wer von euch Flugzeugtechnik macht, und da haben wir ja einige, schreibt unten rein, wo Chlorgas herkommen kann aus der Lüftung. Ich habe das jetzt gerade aus den AC-Packs nicht wirklich im Kopf, aber ist bei mir schon lange, lange her. So, jetzt haben wir etwas, was eher aus dem Bereich traurig ist. Das ist auch Cathay Pacific, aber nur in dem weitesten Sinne des Wortes. Und zwar ist das bei Cathay Pacific, weil das ein Flugzeug ist, was man verkauft hatte, was zum Ausschlachten gebracht worden ist. Und dabei ist die Bude leider abgefackelt. Es handelt sich um einen 330-200. Hier habt ihr Bilder, wie die Feuerwehr an den Resten auf dem Flügel steht. Es ist halt einfach so, dass das Flugzeug dort ausgeschlachtet werden sollte.
Der Flughafen Ciudad Real kostete 54 Millionen Euro und kam 2015 für 10.000 Euro unter den Hammer, das Flugzeug. Und damit ist das halt so, dass man jetzt dort in den Demontagearbeiten an dem 330er am Heck das Flugzeug ein Feuer ausgebrochen hat und dann halt wirklich komplett ausgebrannt ist. Hier seht ihr dann nochmal weitere Bilder. Dann sieht man, ich glaube, das ist die 1 links, die Tür, über die man reingekommen ist. Und was auch interessant ist, ist, ja, dass die Maschine halt wirklich zur Verschrottung weitergegeben worden ist. Aber es ist halt wirklich nicht schön. Ich weiß jetzt nur nicht, inwieweit das jetzt bei einem 350er eventuell anders ist. Warte, da haben wir noch ein Bild. Da seht ihr das nochmal aus der anderen Perspektive, von der anderen Seite. Und da gibt es dann noch weiter das Thema, ein weiteres Foto, um euch damit zu beglücken. Das wäre, so sieht die Bude aus, als sie gebrannt hat. Und man sieht halt, dass man da auch schon viele Teile weg hatte. Und ja, das ist halt interessant. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, das ist uninteressant, weil das Flugzeug eh abgeschrieben worden ist und so weiter. Ich persönlich finde das doch eher immer interessant zu sehen, wie so ein Flugzeug abfackeln kann und wie man dann wirklich aufpassen sollte, dass kein Feuer an Bord ausbricht, dass man halt auch das nochmal von gestern einordnen kann in Bezug auf die Bleiwips, so wie Jörg das genannt hat. Also fand ich lustig. Also die Soldaten, die da die rauchenderweise in Russland rumfliegen dürfen, aber keine Repressalien fürchten müssen. Und da muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen, kann böse enden. Wir haben jetzt dann nochmal Air New Zealand. Das ist auch nochmal eine Ermahnung an alle, dass ihr wirklich sitzen bleibt. Und hier ist das so, dass es ein Kollege, das ist irgendwie so ein Auswandererpärchen aus Deutschland, die in Bali leben. Die sind mit der 787 von Air New Zealand auf dem Weg nach Auckland wohl gewesen und sind dann kurz nach dem Start in Bali. Also das heißt, noch relativ früh am Anfang, 13 Jahre haben sie da gelebt, sind auf dem Weg dorthin durchgerüttelt worden. Und der Kollege, und zwar sind das Nico und Sascha, so werden die Namen angegeben, die wollten halt einen 3,5-wöchigen Urlaub machen auf Neuseeland. Und die bestiegen dann halt das Flugzeug und dann ist das auf dem Flugzeug NZ65, als Nico, glaube ich, ist es gewesen, genau, der 47-jährige Nico. Der ist auf die Pipi-Box gegangen und als er auf dem Rückweg war und das Anschnallzeichen war aus, gab es halt Turbulenzen und der hat sich dabei das Bein gebrochen, und zwar beide Waden und Schienbein. Das ist natürlich komplett scheiße. Und da muss man natürlich sagen, dass das, was der Air New Zealand, Air New Zealand, sag ich schon, New Zealand Herald da berichtet, nicht schön klingt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Er hat an Bord Paracetamol bekommen, da gab es kein stärkeres Schmerzmittel, daran seht ihr, also da hätte ich auch angefangen zu schreien. Und die Boeing sei dann in sogenannte Klarluftturbulenzen gekommen, also Clear Air Turbulences. Und ach ja, was wollte ich noch machen? Ich wollte eigentlich den Ton ausmachen. Also daran seht ihr, wie wichtig es ist, dass man halt wirklich, wenn man mit dem Arsch sitzt, auch anschnallt und auf dem Toilettengang kann es passieren. Aber hier kann man ihm keinen Vorwurf machen, ist halt wirklich nur eine Warnung. Wir haben jetzt noch mal etwas aus dem Bereich beklopptes Leben. Und zwar ist das deshalb, wenn man schon ins Cockpit darf, dann sollte man davon Abstand nehmen, dass man Bilder macht und sich damit dann anscheinend online brüstet. Und hier seht ihr die Bilder. Die habe ich von dem Kollegen hier vom Paddle Your Own Canoe. Da haben die Kollegen Bilder gemacht, wie sie im Cockpit waren bei der United. Und zwar auf dem Flug von Denver nach Toronto am 10. April. Und der Kollege Hensley Moylans hat das auf Instagram gepostet. Und jetzt sind sie ganz knallhart im Visier von der FAA, weil es verboten ist in den USA. Und er hat das Video mit folgenden Worten bespaßt. Wir hatten einigen Spaß im Cockpit auf unserem Flug von Denver nach Toronto. Danke an den Kapitän und an den First Officer von unserem United Airlines Charterflug, die uns dieses geile Erlebnis, das sind jetzt meine Worte, er hat nicht geil gesagt, aber das geile Erlebnis uns verschafft haben.
Also daran seht ihr, dass auch wenn man ein Flugzeug chartert und auch wenn man da halt ins Cockpit darf, dann sollte man das einfach für sich still machen, sollte mentale Picture machen oder vielleicht auch Bilder machen, die man selber hat, aber nicht auf Insta oder nicht auf Facebook oder sonst wo posten, weil das Stress ist. Das ist für die FAA ein gefundenes Fressen, denn die United ist ja im Fokus der FAA für ihre F-Ups und in den USA ist es halt bei Todesstrafe verboten, ins Cockpit zu gehen. Ist einfach so. Da dürfen selbst Crewmitglieder nicht ins Cockpit rein, die nicht on duty sind. Also das heißt, das ist echt ein Problem. Und da muss man halt aufpassen. Gilt für England übrigens auch. Da könnt ihr auch dann nochmal die Frage des Tages beantworten, und zwar den Teil da. Und zwar der ist so, wer von euch war schon während des Fluges im Cockpit und hat da ein Erlebnis gehabt, was er nicht vergisst? Also ich kann meine Cockpitbesuche alle nicht mehr zusammenzählen, weil ich schon zu lange das hier mache und selber ja auch Flugschein habe. Ich finde es immer wieder toll, ins Cockpit zu gehen, auch wenn der 320er ein bisschen eng ist. Aber ansonsten ist es halt ein geiles Erlebnis. Man hat von vorne auf 0 Alpha und 0 Foxtrot den besten Ausblick. Ja, das letzte Thema, was sich hier noch heute eingeschmuggelt hat, das ist die Lufthansa. Und zwar die Lufthansa ist heute wohl oder gestern wohl in Brüssel gewesen, hat da nochmal mit der EU-Kommission verhandelt, hat gesagt, ja, wir würden ein paar Zugeständnisse machen. Und zwar würde sie gerne einige Slots in Linate zum Beispiel an die EasyJet abgeben, um damit dann eine Konkurrenzsituation zu schaffen. Und man möchte auch auf der Langstrecke, die Langstrecken, die jetzt angeboten sind von der ITA, garantieren, dass diese auch weiter angeboten werden. Also nicht, dass man die reduziert, um da eine Verknappung zu führen. Man verhandelt anscheinend auch, und das ist das, was mich so ein bisschen aufhorchen ließ. Und zwar Lufthansa hat beim wichtigen Termin in Brüssel Vertreter des Konzerns und seiner Konkurrenten erörtern am Freitag Eckpunkte des geplanten Lufthansa-ITA-Deals. Also das heißt, da sind auch Marktbegleiter dabei und diskutieren da die Geschichte. Und daran sieht man halt wirklich, wie man in Brüssel jetzt halt wirklich versucht ist, da eine Lösung zu finden. Weil wenn ich mich daran erinnere, ist das ja so, ich hatte euch ja auch erzählt von den 20 Jahre alten Slots, die da in Zürich noch so in der Swiss-Übernahme verkauft werden sollten, unter anderem, die wir kein Schwein haben, auch glaube ich von der Covid-Unterstützung. Die Slots sind ja auch noch in München und in Frankfurt unterwegs, die keiner haben will. Aber hier ist es wohl so, dass EasyJet gesagt hat, die wollen wir haben, besonders die aus Linate. Und dann sagt der Corriere della Sera, dass man konkret diese Strecken dann auch aus Rom unterstützen wir mit der Wizz Air. Das heißt also, dass die Wizz Air von Rom aus Frankfurt, München, Zürich, Hamburg für Preisdruck sorgen könnte und kann. Interessante Geschichte. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, in Italien ist die Ryanair mit 40% Marktanteil der Platzhirsch und der Veranstaltungsleiter. Wenn man ehrlich ist, aber auch die haben mit der italienischen Regierung ein bisschen Stress. Und da ist es natürlich so, dass in dem ganzen Plan der Übernahme im Moment bei der Lufthansa die Ryanair gar nicht vorkommt. Da ist die Lufthansa ein bisschen bockig und sagt, ja, nee, wir haben euch schon eine Garantie gegeben für die Langstrecken, aber auf der anderen Seite ist das natürlich so, ja, man muss dann alle betrachten. Und da denke ich mal, sollte man auch mit Ryanair im Dialog bleiben, dass sie da mitmachen. Auch wenn Michael O'Leary manchmal ein bisschen Späßchen macht. Hier jetzt für euch nochmal alle drei Fragen des Tages. Ihr sagt, hey, du hast doch nur zwei genannt. Die dritte wäre nämlich diese Geschichte, ob Lufthansa jetzt wirklich das Ding mit ITA eigentlich vergessen sollte. Ob die jetzt einfach sagen, komm, leck mich, hab keinen Bock mehr, geht mir auf den Sack, weil das ganze Theater ist ja schon ein Jahr und ich habe in einem Bericht gelesen, oder war es in dem Bericht gerade, Lufthansa kreist schon über ein Jahr über Rom oder sowas. Das klingt eher so nach Pleitegeier als nach was anderem. Aber das ist meine Meinung. Also deshalb denkt dran, die Fragen des Tages zu beantworten. Heißt also einmal, was ist mit eurem eigenen Besteck? Wollt ihr das in der Business Class mitbringen? Ich weiß, ist eigentlich eine Frage, die doof ist, weil ich eure Antwort kenne, aber schreibt es trotzdem unten rein. Schreibt rein, ob die Lufthansa mit der ITA das einfach mal vergessen sollte, dass es da keinen Bock mehr gibt und auch vielleicht kaufmännisch am Ende keinen Sinn mehr macht. Und dann als andere Frage war natürlich noch, wer von euch war denn schon im Cockpit während des Fluges und hat dort unvergessliche Momente genossen? Ich persönlich werde jetzt weitermachen. Wir haben jetzt 3 Uhr.
werde dann gleich noch Termine machen, werde dann vielleicht später nochmal schwimmen und in die Sauna gehen. Aber jetzt erstmal, ihr wisst ja, keep calm and fly. Wir sollten das Emirates einfach mal wegmachen, aber das wäre eine gute Sache. An dieser Stelle dann für euch 20 Minuten auch voll gemacht. Denkt dran, alles zu tun, was ich euch gesagt habe, und es gibt dafür den Abspann als Bedankung. Also, danke, bis dann, ciao. Thank you.